Alright, ihr Lieben, rein geht's. Wir sind in Suzuka unterwegs. Ein neues Rennwochenende ist angebrochen für den Mercedes W12, beziehungsweise auch fast schon wieder zu Ende. Und ich hoffe, dass wir hier gut unterwegs sind in unserem wunderschönen Mercedes W12. Wir gucken mal. Session Last Lap nehme ich einfach mal als Referenz. Das erste Quali lief schon mal so okayisch. Aber wenn, ich sag mal, die Simulationsdaten aus dem Practice stimmen, sollte ich eigentlich zum Zweitplatzierten nur 4 Zehntel Rückstand haben im Renntrim. Mal gucken. Green Flag, Green Flag. Kein schlechter Rennstart. -49 Grad Streckentemperatur. Aber noch wer da fast falsch abgebogen. Oh oh. So weit rausgekommen. You're now in third. Ja, ich hinke gegen die ersten zwei so ein bisschen hinterher. Die sind aber auch auf Softs unterwegs, also vielleicht geht es sich zum Ende aus. Mal schauen, 1,9 Sekunden nach vorne. Ja, ich verliere ein bisschen viel aktuell. 7 Zehntel. Wobei, geht sogar. Wenn man bedenkt, dass ich die härtere Reifenmischung habe. Das ist auf jeden Fall nicht so weit weg von dem, was ich vorhin vorm Start gesagt habe. Mit den 4-5 Zehnteln. Die Haarnadelkurve macht mir das Leben ein bisschen schwer. Ja, ich verliere jetzt ein bisschen mehr als 7 Zehntel.
Runde war halt auch überhaupt nicht gut. Great job, in to go. Vor allem in Spoon habe ich eben viel Zeit verloren. Jetzt sieht es sogar noch ein bisschen besser aus. Ah, geht. Nicht wirklich Zeit verloren. Also nicht mehr als sonst. Das erste Suzuka-Rennen ist P4 oder P3 auch schon mal echt ganz gut, glaube ich. Bitte nicht diven. Den Move angedeutet, aber nicht durchgezogen. Ehrenhaft. Hätte mich als sonst volle Möhre abgeräumt. Clear. Boah, da war er echt langsam beim Exit. Halleluja. Car right. Clear on the right. Bisschen Dirty Air gerade. Aber der Windschatten schmeckt ganz gut. Warum schreibt Bumble gerade Last Lap? Achso, wegen... auf was sich das gerade bezieht. Das Delta. Ach schon, Bumble will jetzt, dass ich schön aggressiv reinfahre jetzt. Auf eine Sache muss man...
in Kurve 1 aufpassen, wenn man hinter jemandem herfährt. Das DRS schließt sich nicht automatisch, weil die DRS-Zone noch in Kurve 1 quasi reingeht. Das heißt, du musst es manuell machen oder du musst halt mit dem Oversteer umgehen können. War leicht missverständlich. Oh, alles gut. Ich fahre, als wäre es die letzte Runde, Bumble. Die nächste Runde auch. Ah, okay, copy. Schade. Kein DRS mehr, schade. Aber zum Philippe hinter mir machen wir noch Zeit gut. Der hat über 5 Sekunden Rückstand. Jetzt über 6. Wie gesagt, P4 ist eigentlich auch zufriedenstellend für so ein erstes Rennen. Inklusive einem neuen Höchstwert beim i-Rating sollte ich das jetzt durchbekommen. Laut Cups-Kalkulation wären es 3644, die wir jetzt erreichen. Aber kam ein bisschen weit raus jetzt hier ins Spoon. Oh, Giro ist raus. Ich dachte kurz, der musste die Softs nochmal wechseln zu frischen Softs, aber scheinbar ist da irgendwas los. Irgendwas weitreichenderes. ...0,2 persönlich schneller. Ist nicht schlecht. Oh, der ist ein bisschen schneller gewesen, Spoon, obwohl er eigentlich kurz mal eine Rauchwolke hinterlassen hat. Ich dachte, dass ich da aufholen würde. Schade. Nicht gut. Ah, jetzt habe ich im Vergleich zu O'Leary nur eine halbe Sekunde bis 4 Zehntel pro Runde verloren. Also Reifenvorteil bei ihm ist auf jeden Fall egalisiert. Vielleicht sogar mehr als das. Die Temperatur ist halt auch so hoch, dass ich mir vorstellen könnte,
dass die Softs hier halt wirklich schnell durchgekocht sind. Eieiei. Ei, ei. Ich fühle mich selbst auf den Reifen schon unwohl. ...1,314 Rückstand. Ah, es ist so schön eng hier mit dem lieben James. Er ist halt in Summe halt einfach nur ein bisschen schneller noch. Schade. Two more, let's go. Zwei Runden haben wir noch. ...1,3 Sekunden. Anscheinend habe ich ein bisschen aufgeholt. Ah, etwa eine Zehntel. Steppern auf einfach Big Oof Pace. Bin auf jeden Fall froh, dass ich sehr viel mehr abgerufen habe als im Quali. Der Alexandre war ja direkt vor mir beim Start. Hätte mich sehr geärgert, wenn ich hier nicht irgendwie in die Top 5 oder so gekommen wäre. Zwei Fehler weniger und ich setze ihn noch in 130er unter Druck. Also hätte ich zwei Fehler weniger gemacht, aber mal gucken. Ah,
Ja, das hat er gut gemacht. Da kam ich keinen Deut ran. Aber schönes Rennen, also... ein Ticken mehr Pace auf meiner Seite und... das wird ein sehr langer und schöner Kampf ums Podium. So musste ich irgendwann einfach versuchen, möglichst dran zu bleiben, aber ich hatte keine Chance. Für einen Moment dachte ich so, okay, der Pace doch durch. Geht's noch weiter? Ich habe ein bisschen Angst. Gucken wir nochmal auf sein Überholmanöver. Das müsste wohl auch die Runde sein, wo er sehr langsam war, oder? Ja, da war insbesondere ich halt sehr langsam. Moment. 31,5, das war Runde 5, wo er überholt hat. Springen wir mal an den Anfang von Runde 6 und spulen kurz zurück. Jawohl. Ja, das war ein sauberes Überholmanöver, also das war halt ein proper Send und danach war er halt super slow. Aber wenn es klappt, dann klappt's. Ja, also kannst nichts sagen.